Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny dekoriert und Micha freut sich auch wieder dabei zu sein. genau, Gewitter kommt, ne? Und Gewitter kommt. wir haben es gerade noch geschafft. Und das ist nämlich heute unsere ganz natürliche Deko-Idee mit Kräutern, mit duftenden Kräutern, eine langhaltige Deko mit ja sogar ein bisschen Ginkgo ist drinne. Und ihr Lieben, und das haben wir hier auch noch selber gemacht, ne? Das Band, Ja. genau das Sisalband passend dazu. Ihr Lieben, und wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Und es geht los. Und zwar hier haben wir die Basis. Das ist die große Vase, die wir haben. Und hier links können wir mal eben gucken, was wir hier alles gerade geschnitten haben. Und zwar ist das hier noch Lavendel. Der ist gerade rechtzeitig jetzt zum Schneiden bereit. Und ich habe ein paar Triebe unten von meinem Ginkgo-Baum abgeschnitten. Die finde ich ganz schön. Die sind auch richtig hell. Also die haben ganz tolles Grün. Und auf alle Fälle Salbei, es soll ja auch richtig schön duften. Und wer mag, also ich mag es gerne, die Mischung, da haben wir nochmal den Rosmarin, da habe ich ein paar Zweige mit abgeschnitten. Dann brauchen wir dazu, ich habe jetzt einfach mal so ein Musi genommen, so ein Klotz, kann man aber natürlich auch andere Sachen nehmen, ihr werdet das gleich sehen. Dann habe ich die Heißklebepistole, Flaschen in zwei verschiedenen Höhen. Eine Lichterkette, eine Lichterbündelkette habe ich noch gefunden. Die ist zwar auch ein bisschen, die hat keinen Deckel mehr, aber das ist egal, die geht ja trotzdem. Dann habe ich einmal ein Sisal und Naturbast, auch in diesem Naturton und dann auch noch in diesem violetten Ton. Und ich fand das heute zu dem Thema Lavendel wirklich schön, weil es soll ja wirklich eine trockene Geschichte und eine langhaltige Geschichte werden. Und ja, dann peppt es das noch ein bisschen auf. Dann habe ich noch gefunden ein bisschen Curly Moos in so einem, ich kann das mal eben nach vorne kommen, genau, in so einem hellen Ton. Wir haben auch noch Curly Moos in Dunkel. Und wir fangen an. Ich nehme das dickere Sisalband und werde jetzt das Natur, das Bassband beziehungsweise das Violette hier einmal so ranlegen. Dann gehe ich hier vorsichtig, zeige euch das einfach mal mit der Heißklebe an das Sisal, mach ein Kleckschen dran und vorsichtig, ihr wisst ja, es ist super, super heiß und werde jetzt das Bassband ganz vorsichtig hier jetzt erstmal fixieren und warte jetzt einen kleinen Moment ab, dass es trocken ist. Ich habe mir jetzt hier einiges abgeschnitten, damit ich nicht mit der Rolle immer darum muss. Das ist auch ein bisschen unhandlich und ich werde jetzt hier mit dem Bassband immer so ein paar Mal rumgehen. Und damit sich das nicht verschiebt, gehe ich jetzt hier wieder ab und zu mit der Heißklebe ran. Mache mir hier wirklich nur so Mini-Tropfen. Ihr könnt natürlich jeden anderen Kleber auch nehmen. Und gehe da jetzt so rum. Ihr könnt natürlich alle anderen Bänder nehmen. Das, was man zu Hause hat, auch Wolle. Was auch immer sehr, sehr schön ist, ist Seidengarn. Da zeige ich euch auch noch mal eine Dekosache. Und ja, aber wie gesagt, ich habe jetzt dieses Bass gefunden und ich finde gerade mit diesen trockenen Kräutern harmoniert das natürlich super, super gut. Und farbtechnisch passt das sehr gut. Es soll ins Schlafzimmer, auch wegen des Geruchs und farbtechnisch, gerade mit den ganzen Grüntönen, passt das auch fantastisch dann da rein. Ende hatte ich jetzt hier gerade einen Klecks rangemacht, schneide mir das ab. Genau, drück mir den Rest hier noch mal ein bisschen ran und es hält fantastisch. Jetzt nehmt ihr wieder ein Stück Sisal. Jetzt nehme ich mal das Naturband. Ich weiß gar nicht, sieht man das helle überhaupt? Aber guck einfach mal, ich nehme mal so ein dickeres Stück. Ist ja schon fast identisch die Farbe, ne? Ja. Leider habe ich kein Grün. Das wäre jetzt heute fantastisch.
Und da haben wir das Band. Und jetzt haben wir hier ein bisschen Lila, ein bisschen Braun und ein bisschen Natur. Und ich werde jetzt hier die Vase einmal eben kippen und komme jetzt hier mit dem Heißkleber und werde mir jetzt hier erstmal einen Klecks drauf machen und das Sisal hier erst einmal drauf fixieren, ein bisschen antrocknen. Wenn es angetrocknet ist, wieder ein bisschen Kleber und das werde ich jetzt hier rundherum machen, nicht komplett. Immer nur stückweise ein bisschen Kleber und fixieren. Das machen wir jetzt einmal rundherum. Jetzt sind wir einmal rum und sind hier praktisch am Anfang wieder angekommen. Und jetzt gehen wir hier wieder einmal rüber. Guck mal, da habe ich ein bisschen zu viel Kleber gemacht gehabt. Das hätte gar nicht sein gemusst. Das hält auch super so. Und jetzt machen wir die zweite Runde und machen das wie eben auch wieder ein bisschen so und dann wieder fixieren und einmal komplett rum. So, und jetzt sind wir schon am Ende. Ich finde das Ende hier hinten passt besser. Ich habe das jetzt so ein bisschen abgeschätzt, halte das jetzt so ein bisschen ran, Heißklebe, und dann hält das auch super. Ich habe das jetzt so ein bisschen abgeschätzt, dass man die Front, damit ihr einmal sehen könnt von der Front her, da haben wir das Naturband, die Violetten und ein bisschen Braun. Und ich finde, so ein bisschen ist es doch jetzt aufgepimpt. Ihr könnt natürlich, wenn ihr gerne möchtet, hier in der Mitte jetzt auch noch mal so einen Streifen machen oder mit vielen verschiedenen Farben. Ich wollte jetzt einfach nur unten so ein kleines Highlight setzen und werde hier oben jetzt am Flaschenhals auch noch mal mit dem Sisal ein paar Mal, ich denke mal bis hier unten hin rumgehen. Ich mache mir das jetzt hier erstmal mit Heißkleber. Macht das Band einmal rum, halt fest, lasst es erstmal trocknen und dann gehe ich wie eben gerade auch bis nach unten hin runter. Alle drei Flaschen haben wir fertig. Einfach nur ein bisschen umgewickelt. Das ging wirklich jetzt rucki zucki, ne? Wenn man da den Dreh raus hat. Wie lange habe ich gebraucht? 20 Minuten. Alles? Ja, ungefähr. Alles, das, ne? Kommt hin, ne? Ja. So, und jetzt nehmen wir nämlich unser Mosi und zwar möchte ich jetzt hier in unserer Vase ein bisschen Höhe bekommen. Ich werde mir jetzt hier ein paar Stücken abschneiden und gucken, wie ich hier jetzt die Höhen mir machen kann. Und ich würde sagen, die untere Flasche zum Beispiel, die kann, da kann wieder ein bisschen weg. Ich glaube, die Höhen, guck mal, das kommt ganz gut hin mit den dreien. Das passt gut. Ich habe jetzt hier einfach nur noch mal ein Stück abgeschnitten, damit es doch noch ein bisschen tiefer ist. Hier hinten auf dem höheren habe ich eine große, da eine große und natürlich die kleine, damit wir wirklich drei verschiedene Höhen haben. Das ist immer schön und ich arbeite auch wirklich immer gerne mit drei Deko-Elementen. So, jetzt nehme ich mir die einmal raus und jetzt könnt ihr die auch fixieren mit Oasis Fix. Einfach ein bisschen ranmachen. Gut. Ich habe keinen Oasis-Fix gerade hier oben, deswegen mache ich mir das jetzt ganz einfach. Ich nehme den Heißkleber, fixiere mir das hier, wie ihr wisst. Also ich kann wirklich aus Erfahrung sprechen, das bekommt man super, super ab. Und diese Vase haben wir einmal komplett mit Baumrinde beklebt. Ne, das waren, glaube ich, die Vögelchen, oder? Genau. Ja, genau. Und fantastisch. Ist wirklich super weggegangen. Also ihr könnt sehen, das sind keine... Ja, es ist nichts kaputt gegangen, gar nichts. So, und jetzt haben wir die beiden fixiert und jetzt nehme ich mir ein bisschen Moos. Und da werde ich jetzt ein bisschen, glaube ich, gleich Probleme kriegen, weil ich gar kein Moos mehr habe. Und wenn, ist es so vertrocknet. Aber ich puddel mir jetzt hier ein bisschen auseinander und werde jetzt das, was ich noch habe und finde, daran machen. Und natürlich, wenn ich überhaupt noch eine grüne Seite finde, und das wird wirklich heute schwierig, dann werde ich das mit der grünen Seite hier jetzt ein bisschen verkleiden. Da habe ich mir jetzt erstmal wirklich überall im Garten ein bisschen Moos zusammengesucht. Ich hatte am Teich, das ist auch komplett vertrocknet, ein bisschen noch liegen und das habe ich jetzt auch noch genommen. Und ich nehme jetzt meine Heißklebe und werde hier jetzt schon mal die Flaschen drauf fixieren. Ja. Und jetzt werde ich den kompletten Rest, das ist nicht mehr viel, aber hier rundherum und auch dazwischen, soweit ich da hinkomme, ein bisschen das Moos verstecken bzw. daran machen. Und ich weiß gar nicht, wie sieht es von vorne aus, Micha? Ja, sieht gut aus. Geht das? Natürlich, ja.
Ganz natürlich, ne? Jetzt sind wir wieder bei der ganz natürlichen Deko. Und auch wieder alles nur Reste. Und wir hoffen natürlich sehr, dass es euch gefällt. So, das, was wir am Moos hatten, ist trocken, aber es ist völlig wurscht. Ich finde auch, dass man das so machen kann. Und weiter geht's mit der Lichterkette. Die Bündellichterkette, die mache ich jetzt einfach mal eben, in der Mitte ist das, auf Timer. Richtig. Und wenn die Lichter an sind, ist es natürlich immer sehr schön. Dann kann man schon mal gucken, wie das so wird. Und man hat einen besseren Überblick darüber. Und dann kann man sich, das ist natürlich perfekt, gerade mit diesen Drahtlichterketten, sich die so ein bisschen überall hinziehen. Und das mache ich jetzt mal eben. Ich gehe jetzt so ein bisschen nach unten, Tarifach, das nehme ich und werde das eben hier mit diesem breiten Juteband umwickeln. Das ist natürlich ganz gut, dass ich das hier gerade noch in grün hatte. So, schneide mir jetzt den Rest ab, kann mir das so ein bisschen ziehen. Dann kommt ihr auch ganz gut an den An- und Ausmacher an. Aber wie gesagt, wenn ihr den Timer habt und mittlerweile werden die Tage leider wieder etwas kürzer, aber dann lohnt sich das. Dann geht er von alleine an und nach 6 Stunden wieder aus. Ich nehme jetzt hier einfach den Papierdraht, gehe da ein paar Mal rum, zwirbel mir das fest und dann ist es ein bisschen versteckt bzw. dekoriert und sieht auch ganz nett aus. Und weiter geht's. Jetzt kommen natürlich die wunderschönen Sachen und zwar nehmen wir jetzt den Lavendel. Oh, ist das schön. Ich mag die Farben auch so gerne. Und den werde ich jetzt hier in die Flaschen schon mal reinstecken. Du magst auch Lavendel, oder? Ja, gerne. Es riecht auch so schön. Ja. Und auch der Ginkgo. Ich finde, das passt ganz gut hier in die Flaschen rein. Auch gerade mit diesem hellgrün. Da würde ich jetzt einfach gucken, dass wir den da mit rein dekorieren. Lavendel haben wir, Ginkgo haben wir und das gefällt uns wirklich richtig, richtig gut. Die Farben sind toll, das kann wunderbar eintrocknen und wir haben eine lange, duftige Deko bei uns oben im Schlafzimmer. Ich werde jetzt also die Erfahrung auch mit dem Rosmarin, habe ich sehr gute Erfahrung. Da hatte ich mal einen Kräuterkranz gemacht in der Küche. Der ist heute, hängt der noch, auch mit dem Salbei, also wirklich fantastisch. Also bleibt super lange und ist sehr, ja, langlebig, sagen wir es einfach mal so. Deswegen werde ich jetzt hier zwischen einfach so ein bisschen, dass das so ein bisschen hochkommt, den Rosmarin hier in das Moos reinstecken und damit jetzt nochmal nach oben hin ein bisschen grüne Höhe schaffen. Jetzt nehme ich den Salbei, wunderbar, und der duftet auch fantastisch. Und den stecke ich mir jetzt hier hinten rein in die Lücke. Und ich finde, der gibt auch nochmal richtig schöne Höhe. Ich kann das immer echt schlecht hier hinten sehen, deswegen bin ich da auch manchmal ein bisschen verwirrt. Aber ich weiß nicht, Micha, sieht das jetzt aus? Das sieht gut aus, ja? Wirklich, ja. Gut, das heißt, ich werde jetzt vom Salbei die extrem gelben Blätter abmachen. Und die mit dem Stiel, ich zeige euch das hier nochmal so, in das Moos reingehen und den einfach so ein bisschen, dass er so nach vorne guckt. Ist wirklich schön, ne? Ja. Das heißt, wir können hier vorne vielleicht noch einen kleinen reinmachen. Ich werde mir da jetzt nochmal so einen kleineren nehmen, ein Stück abschneiden, vielleicht sogar ein bisschen mit kleineren Blättern. Und ich habe jetzt hier einfach nochmal, ich drehe euch das nochmal eben um, ein bisschen weißes oder helles Curly-Moos reingesteckt, damit man noch so ganz kleine, leichte, helle Akzente hier zwischendurch hat. Wenn Sophie etwas nicht mag, dann ist es was, Micha? Gewitter. Ja. Donner. Und es donnert schon. Und jetzt ist sie schon ganz aufgeregt. Wir sind auch fertig. Ihr Lieben, und wir hoffen sehr, dass wir euch mit dieser natürlichen Deko-Idee, und ich drehe es einmal nochmal für euch um, hinten schön versteckt, das Batteriefach, das kommt zu uns nämlich oben ins Schlafzimmer und mit Timer und nicht viel Tamtam. Und wir hoffen sehr, dass euch dieses Thema heute auch inspiriert hat, euch gefallen hat. Dann freuen wir uns sehr über einen Daumen hoch. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, tut es doch mal. Aktiviert auch die Glocke, dann bekommt ihr nämlich immer Info, wenn ein neues Video online ist. Und immer gerne auf Facebook, Instagram. Da kommen immer tägliche Highlights und auch Feedbacks. Und genau,
Darüber würden wir uns sehr freuen, oder Micha? Ja, super freuen. Genau. Also ihr Lieben, wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal wieder mit und für euch zu dekorieren. Eure Conny und euer Micha, euer Kameramann. Genau. Und nicht zu vergessen, hier unten in der Videobeschreibung, guckt doch mal, da ist der Link zu unserer Homepage. Und da findet ihr auch Dekoartikel oder wenn ihr irgendetwas sucht und wir das gefunden haben, ist der Link auch da auf der Webseite. So und, ist es, ne Micha? Und noch mehr Bilder. Und noch mehr Bilder, genau. Das hat Micha jetzt auch noch gemacht. Ganz fleißig. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.